Gestern und heute sind so ein bisschen anders verlaufen, als ich eigentlich geplant hatte. Ich habe irgendwie keine Lust, richtig an dem Artwork gerade weiterzuarbeiten. Hi, ich bin Jette. Herzlich willkommen zu Folge 6 von meiner Atelier-Serie. Heute werde ich im Atelier mein Kunstwerk weitermalen, was ich ja schon in der letzten Folge angefangen hatte. Da habt ihr gesehen, wie ich das vorbereitet habe, wie ich skizziert habe, wie ich mir das Motiv überlegt habe und so. Und das malen wir heute weiter. Und falls du neu auf meinem Kanal bist, ich zeige hier in dieser Serie, wie ich in mein eigenes Artstudio ziehe. Ich habe den Umzug dokumentiert, ich habe zum Beispiel das erste Möbelstück gezeigt, das war so ein Tisch. Und seitdem hat sich eben schon super viel getan. Ich habe das Ganze, ja, so gut es geht, fertig eingerichtet. So ein paar Sachen fehlen noch. Aber ja, man sieht auf jeden Fall schon im Vergleich zu letzten Monat, wie viel sich dann doch in kurzer Zeit im Atelier bei mir getan hat. Ich habe auch eine Playlist für die Serie, die findet ihr hier oben auf dem i verlinkt. Und auch wenn die Inneneinrichtung bald ready ist, werde ich trotzdem weiter meine Arbeit in dieser Videoserie dokumentieren. Also es geht nicht nur um Inneneinrichtung, es geht auch um meine Arbeit im Atelier. Und davon seht ihr in dieser Folge besonders viel. Wenn dir das Video gefällt, lass mir unbedingt eine positive Bewertung da und abonniere auch meinen Kanal. Es dauert wirklich nur eine Sekunde, es ist ein kleiner Klick und der unterstützt mich einfach riesig. Das war's auch schon, jetzt viel Spaß bei dem Video. Ich dachte, ich erzähle an dieser Stelle mal etwas mehr über das Motiv und den Spruch. Das habe ich, glaube ich, im letzten Part nicht so richtig angesprochen, warum ich da Home is where the art is draufgeschrieben habe. Das ist ja logischerweise abgewandelt von dem Spruch Home is where the heart is. Ich habe das öfter mal, dass mir so ein Spruch in den Kopf kommt und ich finde den total cool und schreibe den mir dann auf mein Handy. Ich habe so eine Notizen-App, wo ich Ideen für Kunstwerke sammle, habe ich den aufgeschrieben. Es gibt bestimmt schon irgendjemand, der auch auf diesen Spruch gekommen ist. Ich bin bestimmt nicht die Erste, aber ja, die Idee ist mir einfach gekommen. Und musste ich sofort aufschreiben. Und ich habe dann irgendwo diese rosa und grün Farbkombi gesehen und dann wusste ich, wie das Ganze aussehen soll. Also ich habe dann das so vor meinem Auge, in meinem Kopf gesehen und habe das dann eben hier versucht, so genau wie möglich auf Papier zu bringen. Habt ihr im letzten Vlog gesehen, wie ich das skizziert habe und jetzt eben übertrage ich das Ganze auf Leinwand. Das ist jetzt ein Teil der Grundierung für mein nächstes Artwork. Mehr schaffe ich jetzt nicht, weil ich weg muss, aber ein bisschen was habe ich noch in den letzten ein, zwei Stunden geschafft.
Gestern und heute sind so ein bisschen anders verlaufen, als ich eigentlich geplant hatte. Ich habe irgendwie keine Lust, so richtig an dem Artwork gerade weiterzuarbeiten. Manchmal, wenn ich meine kreative Energie für so ein paar Tage sehr verbraucht habe, falle ich immer in so ein Tief und kann dann erstmal so ein paar Tage mich nicht wieder dafür motivieren. Deswegen habe ich mir gestern und heute mal so ein bisschen Pause gegönnt, beziehungsweise ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt, die nicht Arbeit sind, weil letztendlich ist das hier mein Job und ich will halt schon auch darauf achten, dass ich also in einem Job, wo es eigentlich keine Work-Life-Balance gibt, dass ich es irgendwie schaffe, die dann noch rein zu integrieren. Ich mache mich jetzt auf den Weg, Frieda und ich machen uns jetzt einen schönen Nachmittag. Und ich nehme meine analoge Kamera mit. Dieses Kreativ, nenne ich es immer gerne, ist super normal in diesen Jobs, wo man eben genau seine ganze kreative Energie in seine Arbeit steckt. Weil irgendwann ist die halt aufgebraucht und dann muss man die rechargen und das habe ich jetzt hier gemacht und das ist super wichtig. Danach hatte ich dann eben auch wieder genug Energie und habe mich dann wieder ins Studio begeben, um da eben an meinem Werk weiter zu malen. Ich mache mich jetzt auf den Weg ins Atelier. Heute ist Dienstag. Und ich verbringe meistens immer so Ende der Woche eher mit Videoschnitt, weil ja immer Sonntag neue Videos kommen. Und eher Anfang der Woche, so wie jetzt, filme ich halt im Atelier Videos, Content, was auch immer. Das hat in den letzten Wochen auch ziemlich gut geklappt, deswegen führe ich das jetzt fort. Ich habe gerade schon meine Tasche gepackt und fahre jetzt mit dem Fahrrad, weil das Wetter gut ist. Zum Atelier zu fahren, aber ich komme echt immer so beschwitzt hier an. Wie findet ihr eigentlich mein Wear This When You Painting T-Shirt? Immer wenn ich das anhabe, fragt ihr danach und ich habe das halt selber mal bei so einem Print-on-Demand-Service designt. Ist schon cool, oder? Ich überlege, ob ich das so ein bisschen so zu meinem Merch machen soll. Aber ich habe einfach keine Ahnung, was so Modeproduktion angeht. Und ich weiß auch, wenn dann gut produziert wird und eine gute Qualität hat. Und ja, mal gucken. I don't know. Aber so ist halt so eine Idee. Let me know, wenn ihr das cool findet. Hui! Heute wird wieder gemalt. An dem Werk hier. Aktuell habe ich ja nur die Grundierung aufgetragen. Ich habe die verschiedenen Malschritte ja mal im letzten Video so ein bisschen runtergebrochen und ich bin halt jetzt gerade bei dem Underpainting. Also das da, das ist nicht die finale Farbe. Das ist einfach der Ton aus der Tube. Weil es für mich keinen Sinn hat, jetzt irgendwie die Farbe anzumischen und die dann nochmal wieder zu übermalen mit irgendwie zwei weiteren Schichten. Und die ist auch so ein bisschen dunkler, das heißt, ich kann schon mal so den Farbton auftragen und danach dann einfach zwei Schichten von der echten Farbe drüber auftragen. Das ist der Plan und ich will heute mit dem Underpainting fertig werden.
Beim Malen ist mir dann aufgefallen, das war tatsächlich nicht Absicht, dass der Spruch Home is where the art is, wenn man das Ganze anders trennt, immer noch den Originalspruch beinhaltet. Also irgendwo steht da ja immer noch trotzdem Home is where the heart is. Deswegen fand ich das irgendwie, das ist mir ganz, zwar gar nicht Absicht, aber ich finde es ganz cool. Ja, im Schlafzimmer oder wo auch immer man sich das hinhängen könnte. Das wirkt ja auch schon allein so durch diese knalligen Farben total. Finde ich den Spruch, also für mich persönlich bedeutet das Home is where the art is, das löst so ein Gefühl von Ankommen bei mir aus. Weil da, wo du deine Kunst aufhängst, das ist halt dein Zuhause. Und da möchtest du Zeit verbringen, da möchtest du dich wohlfühlen, da möchtest du dein Inneres reflektieren durch eben die Sachen, die man sich an die Wand hängt. Das sind ja immer Dinge, die, mit denen man sich identifiziert. Man hängt sich ja nichts an die Wand, was man nicht wirklich mag. Meine Arbeit ist oft immer so, hat immer so einen Interior-Aspekt. Also ich will immer Sachen malen, wo ich weiß, boah, das würde total cool in diesem Raum wirken. Oder das wirkt irgendwie eindrucksvoll, wenn man das betrachtet. Und deswegen, also meine Kunst, da habe ich auch lange so ein bisschen, war ich mit mir nicht im Einklang. So, was will ich eigentlich aussagen? Und das habe ich jetzt so für mich entdeckt, dass meine Arbeit dazu da sein soll, Räume wohnlicher zu machen. Sie sollen ein Mittel sein, um ja, sich auszuleben, was Visuelles angeht. Weil ich finde, so eine Wohnung, das ist so ein Rückzugsort und da muss man sich gut drin fühlen. Deswegen liebe ich ja Interior Design so sehr. Und ähnlich wie bei meinem Eat More Art Kunstwerk, was ich über meinem Esstisch habe, ist das eben so ein weiterer Teil, was potenziell auch eine Bildserie sein könnte. Da will ich halt irgendwann drauf hinaus, dass es noch mehrere Sprüche gibt, die eben ähnlich sind. Tada! Die Grundierung ist fertig. Ich mache jetzt eine kurze Mittagspause und dann ja, mache ich vielleicht noch weiter und werde vielleicht schon den Grünton anmischen für den Hintergrund. Ich mische meine Farben eigentlich immer nach Gefühl. Also ich habe jetzt kein Rezept, was ich befolge. Ich mag halt so abgetönte Farben, die auch gerne mal so ein bisschen schlammig aussehen. Ich mische zum Beispiel das Grün mit in den Pinkton und andersrum. Und ich mag das einfach, wenn die Farben ja, vom Unterton was Besonderes haben und nicht ganz so rein aussehen wie aus dem Farbkreis gepickt. Also ich mag das irgendwie, wenn die Farbmischung super einzigartig ist. Das Pink zum Beispiel, da sind jetzt Grüntöne drin, Blautöne drin und Weiß. Und genauso im Grünen sind Pinktöne, Blautöne und Weiß drin. Sieht jetzt vielleicht so ein bisschen blöd aus, aber ich teste die Farben auch immer gerne direkt auf der Leinwand, weil das ja ein anderer Hintergrund ist. Also da ist ja schon Farbe drauf und auf weißem Papier verhält es sich halt schon auch anders als auf der Grundierung. Und hier oben, da gefällt mir die Farbkombi schon ganz gut. Deswegen werde ich jetzt mal damit weiterarbeiten. Und ich glaube, ich mache jetzt zuerst nochmal die pinke Schrift und die Ränder. So viel habe ich jetzt in ungefähr 4 Stunden insgesamt geschafft. Seht ihr, wie hier so ganz leicht noch das Underpainting durchschaut? Ich finde, das gibt so ein bisschen mehr Textur und ich bin super happy, wie der Farbton auch geworden ist. Wie bei so vieles im Leben hilft es immer, eine Nacht drüber zu schlafen, morgen wiederzukommen und sich das Ganze dann nochmal anzugucken. Einfach weil es dann ja nochmal eine ganz andere Wirkung hat. Ich bin sehr, sehr, sehr perfektionistisch, was Farben angeht. Und ich mal das vielleicht auch noch 5-mal über. Aber
So weit, so gut. Ich packe jetzt meine Sachen zusammen, beziehungsweise erstmal muss ich meine Pinsel waschen. Dazu gehe ich kurz ins Badezimmer, also das ist den Gang runter. Wasche die Pinsel ab. Und dann mache ich mich jetzt gleich auf den Weg, weil ich mich jetzt mit Frieda, meiner Schwester, treffe. Denn wir beide haben uns noch zum Essen verabredet. Und zwar habe ich mir Gläser bestellt. Ich weiß noch nicht genau, ob ich sie ins Atelier stelle oder ob ich sie hier benutze. Eigentlich habe ich sie ins Atelier bestellt, aber die sind schon sehr schick. Deswegen glaube ich, sortiere ich einfach Gläser von hier ins Atelier und nutze die für mich. Ich habe 3 Monate auf diese Gläser gewartet. Also falls ihr mal Bock habt, geile Gläser euch zu holen, die extrem fancy sind. Ich dachte, sie wären ein bisschen größer, to be honest, aber cute. Ich habe sie auch noch in der Größe. Sehen die nicht wunderbar aus? Gerade so für Iced Coffee oder Iced Matcha finde ich die richtig schön. Ich kann die mal verlinken. Wenn ich es vergesse, erinnert mich nochmal dran in den Kommentaren. Ich glaube, ich mache Frieda und mir jetzt mal eine Limonade und dann ja, lesen wir noch ein paar Stunden. Da habe ich gerade 1 Stunde für gebraucht. Meine To-Dos für heute reichen eigentlich von E-Mails schreiben, das habe ich gerade schon erledigt. Als nächstes muss ich ein YouTube-Video vorbereiten, also ich schreibe immer so eine Art Script für Dinge, die ich erwähnen muss und so weiter, und die Vorbereitung mache ich jetzt gerade. Da muss ich meine Dateien importieren auf meinen Rechner und ein Reel muss ich noch schneiden, das geht heute Abend online. Ist abgedreht. Der Import meiner Dateien ist dann hoffentlich auch gleich fertig. Also heute ist sehr viel Arbeit vor dem Bildschirm. Im nächsten Teil seht ihr dann hoffentlich, wenn ich es schaffe, wie ich das Werk fertigstelle. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall abonnieren, Glocke aktivieren, unterstützt mich riesig. Kommentier auch gerne, was du in Zukunft hier in der Atelier-Serie von mir sehen willst. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss!